Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. UN-Vertreter befürchten russische Deportationen. Es gäbe glaubhafte Berichte, dass aus den besetzten Gebieten in der Ukraine Menschen gegen ihren Willen nach Russland gebracht würden. Demnach sollen auch ukrainische Kinder von ihren Eltern getrennt und zur Adoption freigegeben worden sein. Moskau bestreitet die Vorwürfe. Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein. US-Verteidigungsminister Austin hat der Ukraine weitere Militärhilfen zugesagt. Das Land habe noch einen harten Weg vor sich, sagte er in seiner Eröffnungsrede. Bei dem Treffen der Verteidigungsminister aus mehr als 50 Ländern geht es darum, wie die Ukraine im Krieg gegen Russland unterstützt werden kann. Haushaltsdebatte im Bundestag fortgesetzt. Wirtschaftsminister Habeck wies die Kritik der Opposition aus den vergangenen Tagen zurück. Die Union habe während ihrer 16 Jahre in der Regierung energiepolitisch versagt. Habeck kündigte angesichts der Energiekrise umfassende Hilfen für Unternehmen an, um den Mittelstand zu schützen. Bundestag stimmt über Corona-Regeln für Herbst und Winter ab. Das neue Infektionsschutzgesetz sieht unter anderem ab Oktober eine Maskenpflicht im Gesundheitswesen und im öffentlichen Fernverkehr vor. In Flugzeugen soll keine Maske mehr getragen werden müssen. Die Bundesländer können je nach Infektionslage weitere Maßnahmen beschließen. Marco Rose wird neuer Trainer beim Pokalsieger RB Leipzig. Das gab der Bundesligist am Morgen bekannt. Rose soll einen Vertrag bis 2024 bekommen. Er folgt auf Trainer Tedesco, den der Club gestern freigestellt hat. Und das Wetter: im Nordosten zum Teil kräftige Regenfälle und örtliche Gewitter. Lokale Unwetter durch Starkregen möglich. Von Westen her wird es wieder freundlicher bei Höchstwerten von 17 bis 25 Grad.